Ich schlafe in meinem Bett. Ich wache auf. Guten Morgen. Normalerweise wache ich um 6 Uhr auf. Während der Corona-Krise wache ich um 6:30 oder 7 Uhr auf. Früher, vor der Krise, bin ich um 6 Uhr aufgewacht. Jetzt wache ich um 6:30 oder manchmal um 7 Uhr auf. Guten Morgen. Ich stehe auf. Normalerweise stehe ich um 6:30 auf. Während der Corona-Krise stehe ich normalerweise um 7 Uhr auf. Früher, vor der Krise, bin ich um 6:30 aufgestanden. Jetzt stehe ich um 7 Uhr auf. Ich mache mir einen Cappuccino, das heißt, ich nehme italienischen Kaffee und Milch und mache mir einen Cappuccino. Ich trinke meinen Cappuccino. Lecker. Im Bett. Jetzt, in der Krise, trinke ich meinen Cappuccino draußen, im Garten, wenn das Wetter schön ist. Es ist Sommer, ich habe Zeit, ich trinke meinen Cappuccino im Garten. Aber normalerweise trinke ich meinen Cappuccino im Bett. Und dann gehe ich ins Badezimmer und ich dusche mich. La 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 la. Ich ziehe mich an. Normalerweise trage ich ein Hemd und eine Jacke. Aber jetzt, während der Corona-Krise, trage ich normalerweise sportliche Kleidung. Früher habe ich jeden Tag ein Hemd und eine Jacke getragen. Jeden Morgen um 9 Uhr mache ich Joe Wicks Workout, um fit und gesund zu bleiben. Ich mache Liegestützen zum Beispiel. Früher bin ich um 7:45 in die Schule gefahren. Aber jetzt bin ich zu Hause. Und um 9 Uhr mache ich mein Workout. Manchmal, wenn das Wetter schön ist, mache ich Joe Wicks draußen im Garten. Früher habe ich nie ein Workout gemacht. Aber jetzt mache ich jeden Tag ein Workout. Manchmal im Haus, im Wohnzimmer, manchmal im Garten. Das ist sehr gut für mich. Früher habe ich immer um 7 Uhr gefrühstückt, Müsli, Joghurt und so weiter. Und dann bin ich in die Schule gefahren. Jetzt esse ich um 8 Uhr eine Banane und trinke Wasser. Und dann mache ich Joe Wicks im Fernsehen und frühstücke dann richtig später. Normalerweise fahre ich um 7:45 mit meinem Campingbus oder mit meinem Auto in die Schule. Aber jetzt bleibe ich zu Hause und arbeite zu Hause. Früher bin ich jeden Tag mit meinem Auto oder mit meinem Campingbus in die Schule gefahren. Aber jetzt fahre ich nicht in der Schule. Während der Corona-Krise arbeite ich zu Hause. Manchmal arbeite ich in meinem Campingbus. Ich habe einen Tisch, ich habe hier meinen Laptop, ich habe Strom und WLAN. Ich kann hier arbeiten. Wenn das Wetter schön ist, arbeite ich hier, weil es schön ist. Ich bin draußen.
Wenn das Wetter nicht so gut ist, arbeite ich im Haus. Wenn das Wetter nicht so schön ist, arbeite ich im Esszimmer an meinem Laptop. Normalerweise schalte ich meinen Laptop um 8 Uhr an und beginne dann zu arbeiten. Ich mache dann eine Pause um 9 Uhr für Joe Wicks und dann arbeite ich weiter. Ich esse zu Mittag. Normalerweise esse ich mein Mittagessen in der Schule, in meinem Klassenzimmer. Ich esse mein Brot in meinem Klassenzimmer mit meiner Klasse. Aber jetzt, während der Corona-Krise, sitze ich im Garten, wenn das Wetter schön ist, und esse zu Mittag im Garten. Früher, vor der Krise, habe ich zu Mittag mein Brot in meinem Klassenzimmer gegessen. Jetzt esse ich zu Mittag im Garten, wenn das Wetter schön ist. Obwohl heute es ein bisschen zu windig ist. Zum Beispiel, ich esse einen Apfel zu Mittag. Ich komme nach Hause. Normalerweise komme ich um 5:45 nach Hause. Aber jetzt in der Corona-Krise bin ich immer zu Hause. Ich arbeite zu Hause. Früher, vor der Krise, bin ich um ungefähr 6:45 oder 6:30 nach Hause gekommen. Aber jetzt bin ich immer zu Hause. Und das finde ich sehr schön. Ich arbeite normalerweise bis um 6 Uhr und dann habe ich frei. Jetzt in der Krise habe ich viel mehr Freizeit. Ich habe Zeit zum Lesen, Musik hören, zum Fernsehen. Früher, vor der Krise, hatte ich nicht so viel Freizeit. Aber jetzt habe ich viel mehr Zeit zum Lesen und entspannen. Und Zeit mit meiner Familie. Das finde ich ein Vorteil. Das ist positiv. Normalerweise gehe ich um 10 Uhr ins Bett. Ziemlich früh. Aber jetzt in der Krise gehe ich nicht so früh ins Bett. Meistens um 11 Uhr. Früher vor der Krise bin ich meistens früh ins Bett gegangen. Ich war sehr müde. Jetzt bin ich nicht so müde und ich habe mehr Zeit und ich muss nicht so früh aufstehen morgens, also gehe ich um ungefähr 11 Uhr ins Bett. Aber jetzt bin ich müde, ich gehe ins Bett, mein Tag ist vorbei. Tschüss, bis morgen und gute Nacht.